erste Tag Sonntag natürlich in Hamburg. Aus unserer Sicht sehr erfolgreich. War natürlich für mich auch einfach, dann am Montag mich bei allen neuen Mitarbeitern, Kollegen vorzustellen. Ist man natürlich dann auch dementsprechend empfangen und begrüßt worden. Nein, es ist viel Arbeit, viele Leute kennenlernen, einen Überblick verschaffen und viele Gespräche führen, aber es ist alles gut. Gut, erste Halbzeit haben Sie gesehen, brauchen wir nicht diskutieren. Wenn es da 2-3-0 steht zur Halbzeit, ist es natürlich schwierig zurückzukommen, aber man hat es gesehen durch die Wechsel in der Halbzeit, die taktische Umstellung, dass Andreasen dann in die Mitte ging, war sehr gut, ist gut aufgegangen, konnte man vorher nicht so erahnen. Grundsätzlich sieht man den Charakter der Mannschaft, das ist schon mal sehr gut, dass die intern gefestigt sind und dass wir im Winter was machen wollen, was machen können, ist bekannt. Wir werden das jetzt durchleuchten die nächsten Tage, die nächsten Wochen und dann hoffentlich die richtigen Schlüsse draus ziehen. Ja, wo will ich als erstes dran? Natürlich erstmal jeden persönlich kennenlernen, dann die Zusammenarbeit natürlich vertiefen mit Gesprächen, aber natürlich Kerngeschäft, natürlich Profimannschaft, Lizenz, NLZ und wie gesagt, gibt viel zu tun, aber es ist jetzt nicht grundsätzlich so viel Neues für mich. Ich habe das grundsätzlich die letzten 9 Jahre auch so gemacht, vielleicht jetzt nicht im letzten Schritt mit dieser Verantwortung, deswegen da vielleicht ein bisschen neues Gebiet für mich, aber grundsätzlich weiß ich oder habe ich das die letzten Jahre so gehandhabt, wie ich jetzt arbeiten werde in Zukunft. Deswegen freue ich mich auf die Aufgabe. Es ist mit Sicherheit eine sehr spannende, ambitionierte Aufgabe, aber auf jeden Fall so zu handeln, dass wir das auf jeden Fall erfolgreich gestalten können. Auf jeden Fall. Es ist schön, wenn man sich mit dem Trainer so vernünftig, so gut austauschen kann. Sicherlich hat jeder seine Ansichten, das ist aber auch gut so. Der eine sieht das vielleicht ein bisschen aus dem anderen Blickwinkel, der andere so. Und wenn man schlussendlich auf den Nenner kommt, dann ist es natürlich perfekt. Wir sind so verblieben, dass wir uns in der Länderspielpause mal zusammensetzen, dass wir mal alles durchleuchten, gucken, was wir haben, wo können wir uns verstärken. Suchen da natürlich einen gemeinsamen Nenner, aber jetzt wirklich einzelne Positionen, Spieler im Kopf, so weit möchte ich noch nicht gehen. Grundsätzlich habe ich mein Aufgabengebiet, was ich glaube ich vorhin schon mal ein bisschen angeschnitten hatte, das werde ich bearbeiten, genauso weiterhin. Ob es dann in Zukunft nötig ist, dass wir noch jemanden dazu holen, kann sein, ja. Grundsätzlich macht es natürlich auch keinen Sinn, wenn man sich auf den Füßen steht, aber ich denke, wir lassen das mal so angehen, wie es jetzt ist. Wir gucken, wie das alles auch im Tagesgeschäft dann funktioniert. Und diese Option, sich offen zu halten, ist ja nicht verkehrt. Es muss nicht unbedingt ein Star sein, aber es müssen Spieler sein, die uns eine gewisse Qualität auch garantieren können. Und solche garantierte Qualität bekommst du normalerweise grundsätzlich bei jungen Talenten nicht. Ich denke mal, das wird jetzt nicht die Hauptaufgabe für den Winter sein, sondern das ist einfach für die nächsten Jahre, für die nächsten Transferperioden angedacht, dass man natürlich dann versucht, richtig gute Spieler zu finden, aber ich glaube, das ist jetzt im Winter wäre das zu verfrüht. Und wenn man richtig hinguckt, sind einige richtige gute Talente da bei Hannover, die vielleicht noch nicht so gezündet haben, aber das kann sich ja alles noch entwickeln. Ja, Hannover ist ein gewachsener Bundesliga-Verein, der jetzt im 14. Jahr durchgängig in der Bundesliga spielt, das auch zu Recht. Hat natürlich im Sommer einen Aderlass gehabt mit 3 sehr guten Spielern, die natürlich auch wehtun jetzt im Nachgang. Aktuell haben die Neuverpflichtungen noch nicht gezündet, aber da gibt es für immer 1000 verschiedene Erklärungen oder Ansätze. Aber nochmal, Hannover ist ein Verein, der sehr viel Potenzial hat, der sehr viele Möglichkeiten hat, sich dahingehend wieder zu entwickeln, wo sie vor ein paar Jahren auch mal waren.